Vergleichsmöglichkeit mit Operatoren ist das Thema dieses Videos hier in Scratch. Und ich bin hier bei meinem Elefanten und dieser Elefant wird jetzt in ein kleines Spiel eingebaut, wo ich ihm diese Vergleichsmöglichkeit mit Operatoren zeigen möchte. Dieser Elefant geht in die erste Klasse der Volksschule, Grundschule und lernt gerade im Zahlenraum 10 und hat die Aufgabe festzustellen, ob eine Zahl größer, gleich oder kleiner ist als 5. Ja, damit er was machen kann natürlich, muss man ihm auch eine Zahl sagen. Und dann macht man das ganz einfach. Ich gehe hier bei den Ereignissen, dann hierher in den Bereich Wenn-Taste gedrückt. Und da kann ich mir dann eine Zahl aussuchen, zum Beispiel die Zahl 1. Wenn die Zahl 1 gedrückt wird, dann soll einer Variable, die nenne ich jetzt hier, gehe auf Daten, eure Variable. In der vorigen Video habe ich das beschrieben, wie man das auch noch machen kann. Den nenne ich jetzt einmal Zahl. Hier wird wieder der Wert. Dann wird der Wert hier auf 0 gesetzt, diese Variablen. Und das Ganze könnte ich jetzt noch einmal machen, indem ich es mir wieder suche. Ich kann es aber ganz einfach machen, indem ich hier wiederum rechte Maustaste duplizieren, vorhin gerade gewählt habe. Wählen wir dann die Zahl 5. Und dann hätte dann in dem Fall dann die Zahl natürlich den Wert 2. Und hier habe ich ja fast vergessen, den Wert zu ändern, auf 1. So, dann dupliziere ich das noch einmal. In dem Fall mache ich jetzt die Taste 3. Ja. Dann setze ich das auf 3 und verändere ein bisschen so mein Spiel und sage dann, okay, der Elefant soll erkennen, ob etwas größer oder kleiner gleich 2 ist. So, das wäre dann der Wert. Ja, wenn ich das so mache. Gut, und der Elefant soll eben dann das entscheiden. Da mache ich dann wiederum eine Endlosschleife, wiederhole fortlaufend. Soll er jetzt dann feststellen, wie die Zahl dann ist. Und er geht dann hier herein, wiederhole fortlaufend. Wenn eine Taste gedrückt wird, soll er eben das dann feststellen. Man muss dann hier dann in dieser Endlosschleife dann eben eingeben, ob sich die, welchen Wert dann diese Zahl hat. Ich gehe auf Steuerung und habe dann hier Falls. In dem Fall hier habe ich ja diese Variable, die ziehe ich mir daher. Gehe auf Operatoren, Falls, schiebe das herein. Falls die Zahl gleich 2 ist, soll man dann für 2 Sekunden sagen, das wäre hier bei Aussehen, gleich 2. Gleich 2. Schieben wir das da herunter, dass ich ein bisschen Platz habe. Das Programm wird ein bisschen länger. Das nächste wäre dann hier. Falls, du kannst es dir schon fast denken, ich gehe wieder zu den Operatoren hinein, nehme hier diese Vergleichsmöglichkeit. Falls, gehe wieder daher. Falls die Zahl kleiner ist als 2, soll er was sagen? Kleiner als 2. Ich gehe wieder aufs Aussehen. Kleiner als 2. Und ganz logisch dann natürlich, falls, wiederum bei den Operatoren, und du siehst, es gibt hier mehrere, falls größer als 2, und was natürlich hier wiederum diese Variable, falls größer als 2, soll er natürlich dann sagen, ist wieder beim Aussehen, größer als 2. Größer als 2. Okay, starten wir das Programm einmal. Kleiner als 2, weil Zahl natürlich noch den Wert von 0 hat. Ja. Jetzt drückt man dann eine Taste, drückt man die Taste 1 zum Beispiel, wenn ich dann hier erinnern wäre, wenn die erste Taste gedrückt ist, dann würde er dann das nächste angeben. Wenn ich dann zum Beispiel 3 tippen würde und er wartet immer 3, dann würde er dann dementsprechend größer als 2 zum Beispiel hinschreiben. Wenn ich jetzt hier wieder 2 Sekunden gewartet habe, ist er wieder bereit. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 1 eingebe, dann würde er dementsprechend dann kleiner als 2 zum Beispiel sagen. Ich stoppe das Programm hier.
Du siehst, man kann ganz einfach hier wiederum in einer Dauerschleife drinnen dann mit diesen Falls-Möglichkeiten hier diese Operatoren verwenden. Ich könnte auch hier in dieser Art und Weise dann rechnen, zum Beispiel mit diesen, mit dieser Variable, die ich hier habe, könnte dann hier zum Beispiel etwas dazuzählen, addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Die Zufallszahl aus dem vorgehenden schon kennengelernt im vorgehenden Video und kann es dann ganz einfach dann ausgeben. Ja, ich hoffe, du weißt jetzt mehr, wie man eben Abfragen und Variablen gut verwenden kann und in einem Spiel gut verpacken kann.